Zeit, dass wir uns nichts mehr zu tun. Lass uns aufbrechen. Vor nur einem Jahr stand ich oben auf dem Fernsehturm und sah Raketen im Botanischen Garten einschlagen, die Fleisch in Asche verwandelten, Metall und Glas schmolzen. Nichts und niemand konnte das Inferno überleben. Und doch hat Khan dort einen Schwarzen gefunden. Jetzt ist es meine Aufgabe, ihn zu töten. Zu Ende zu bringen, was ich begonnen hatte. Wollen wir ihn wirklich töten? Das ist die Frage. Früher waren Züge etwas ganz Normales. Aber jetzt scheint dieser Einschienenbahn geradezu magisch zu sein. Unsere Kinder werden nicht wissen, wie man sie bedient. Und deren Kinder werden vermutlich denken, sie wäre von den Göttern gebaut worden. Ja. In Ordnung. Wir haben die Station erreicht. Sie ist Teil der geheimen Metro 2-Linie. Wir haben diese Tunnels noch nicht erkundet. Haben wir derzeit noch Leute dafür übrig? Etwas Sack zu geben, damit die Lichter rangehen. Benutzt in der Zwischenzeit eure Taschenlampe. Bist du bereit? Dann los. Passt auf, die Tür schließt sich. Vier Stück. Ja, das werden wir brauchen. Wir haben nicht die Einschienenbahn genommen, als ihr die Raketen auf das Nest der Schwarzen geschickt habt. Das ist ein gutes Omen, Kaninchen. Vielleicht haben wir mit diesem Einsatz auch Glück. Strom ist an. Öffne das Tor. Ich gebe beim Durchgehen Deckung. Toll, das hast du gut gemacht. Naja. Ich habe das Spiel auch schon mal gespielt und... Alles klar, los geht's. Und es kommen noch viel gruselige Gestalten als die Schwarzen. Glaubt mir. Viele gruselige Sachen. In Ordnung. Die Karte zeigt, dass vor uns ein Sammlereinstieg liegt. Geh nach rechts. Links ist eine Sackgasse. Irgendwas hat sie aufgeschreckt. Pass auf! Scheiße, das Ding ist schnell. Ich glaube nicht, dass uns hier etwas Ernstzunehmendes begegnet. Klasse, die Leiter. Nur noch ein bisschen weitergehen, dann werden wir sehen, ob du ein Kaninchen oder ein Mann bist. Oberfläche, setz deine Maske auf. Hör auf, meinen Arsch anzuglotzen. Seh es für dich in weiter Ferne, Kaninchen. Nee, so weit ist er auch hinter dich weg. Hilf mir hier mal. Lass uns zum Haupteingang gehen. Das ist eine gute Schussposition. Es lässt sich ein großes Gebiet abdecken. Du sollst ja immun sein gegen deren Einfluss. Aber ich bin nur ein normales Mädchen. Also kann ich da nicht rein. Sehr rein und glücklich, Kreatur. Ich glaube, da die Schwarzen hier so von dir angetan sind, wird sie deinen Geruch wittern oder was auch immer die tun und aus ihrem Versteck kommen. Versuch nur im Freien zu bleiben, damit ich dir Deckung geben kann. Wir halten Funkkontakt. Und wenn du Zweifel haben solltest,
Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Na gut, dann viel Glück. Okay, ich weiß ja nicht, wo ich langlaufen soll jetzt. Aber na gut, sie gibt uns Deckung.
noch warm. Guten Morgen. Was die Kreatur, ist? Die ich in den ausgebrannten Überresten des Gartens vorfand, sah wie ein Schwarzer aus. Und sie konnte in meinen Verstand eindringen, das Innerste aus mir herausholen. Aber sie war auch kaum mehr als ein Baby. Und ich bin mir sicher, dass sie mich erkannte und Angst bekam. Sie ließ mich einmal bewusstlos zurück. Gerade lange genug, dass ich gefangen genommen werden konnte. Hat mir aber ein großes Pech. Diese Gefangenen wurden am Botanischen Garten festgenommen. Anscheinend haben sie etwas gesucht. Diese beiden sind Rote, weigern sich aber zu reden. Der Dritte sieht nach einem Ranger vom Orden aus. Ein Mutant von der Größe eines Kindes wurde in ihrer Nähe erwischt. Er wurde ebenfalls als Rat ausgeliefert. Darum kümmere ich mich später. Der hier? Vermutete Mutation. Nein, nein, ich bin normal. Seht ihr? Zwei Arme, zwei Beine, 10 Finger. Versteht ihr nicht? Ich bin ein Bürger der Hanse. Aha! Klappe halten! Du bist hier nicht in der Hanse. Hier wirst du verdächtigt, fehlerhafte Gene zu verbreiten. Und das ist deine Prüfung. Wenn dein Schädel die richtigen Proportionen hat, kannst du gehen. Wenn nicht, bist du eine Abscheulichkeit. Wissenschaft, verstehst du? Das ist ein Skandal! Ich hab dir gesagt, du sollst stillhalten. Und? Mal sehen. 318 Millimeter mal 302. Gucken wir mal in die Tabelle. Oh, Glückwunsch! Du bist ein Mutant! Nein! Zum Müllschlucker. Eine einfache Frage. Welchen Auftrag hattest du im Garten? Fahr selbst zur Hölle! Faschist! Puh. Ich zähle bis 3. 1. Die rote Linie lebe hoch! 2. Lang lebe Genosse Moskwitz! 3. Bitte, bitte. Ich rede auch. Aber nichts von den anderen, ja? Die bringen mich um, wenn sie das hören, okay? Bringt den hier zur zweiten Einheit. Normalerweise mischt sich das Reich nicht in die Angelegenheiten des Ordens ein. Aber hier haben wir euch, die Roten und den Freak, alle zusammen im gleichen Netz gefangen. Das gefällt mir nicht. Also rede, oder du kriegst eine Kugel ins Hirn. Auf den Offizier! Hier, nimm das Messer. Behalte es. Du gehörst also zum Sparta-Orden. Ich bin von der roten Linie. Unsere Vorgesetzten verstehen sich nicht besonders was. Aber ich würde sagen, scheiß drauf. Halten wir zusammen, ha? Dabei. Ich verstehe. Ein ferngesteuertes Schloss. Eines ist sicher. Wir kommen hier nur lebendig raus, wenn wir zusammenarbeiten. Gut, also, was hatten die über den Müllschlucker gesagt? Keine Ahnung, was sie über den Müllschlucker gesagt haben. Okay, verschwinden wir von hier. Und dann trennen wir uns. Siehst du die Rohre? Das ist ihr Notfallplan. Wenn es einen Aufstand oder eine Flucht gibt, öffnen sie einfach das Ventil und verwandeln das Gefängnis in eine große Gaskammer. Verdammt, die haben von ihren Vorfahren einiges gelernt. Psst, wir gehen, sobald der Aufzug weg ist. Lass uns aufbrechen. Gute Güte, ich habe Gerüchte von so einem Gefangenenlager hier gehört. Aber es mit eigenen Augen zu sehen, mein Gott. Auf der anderen Seite ist ein Tunnel. Okay, ich gehe vor, du folgst mir. Und jetzt bleib leise, sonst erledigen dich hier alle. Lass uns aufbrechen. Alles klar.
Bleib vom Licht weg und in den Schatten. Die Schatten sind dein bester Freund. Ui, ui, ui. Okay, da. Anscheinend haben wir das hingekriegt. Schauen wir mal. Ein Gitter. Ach, Mist, Pech. Wackelt nicht einmal ein bisschen. In Ordnung. Da kommen wir also nicht durch. So viel wissen wir jetzt. Okay. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Gehen wir, schauen wir.